Die Corona-Pandemie ist noch nicht ganz vorbei, aber definitiv liegt schon ein erster Teil hinter uns. Wir haben schon eine anstrengende Zeit hinter uns, auch eine andere, als wir es normalerweise gewohnt sind. In diesem Sinne, anstrengend muss ja nicht unbedingt negativ sein. Beim Sport ist es zum Beispiel so, dass nur wenn wir uns anstrengen, es eigentlich auch Sport ist. Wenn wir uns nicht anstrengen, ist es eigentlich kein Sport. Und auch wenn wir irgendwelche Sachen machen, sei es Leistungen erbringen in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf, dann ist es ja auch so, wenn wir uns anstrengen, erzielen wir meistens bessere Ergebnisse. Deswegen in diesem Sinne möchte ich anstrengend nicht nur als negativ werten, sondern eben auch als was, wo ein gutes Ergebnis erzielt werden kann. Aber zurück zu uns Müttern. Es liegt eine herausfordernde Zeit hinter uns. Ihr habt euer Leben vielleicht neu strukturiert, musstet neben dem Beruf auch noch euer Familienleben komplett umgestalten. Ihr wart zu vielen Zeiten, wart ihr mehrere Rollen auf einmal. Ihr wart Lehrer, habt euch vielleicht mit dem Homeschooling auseinandersetzen müssen, habt viele Stunden neben euren Kindern verbracht, um mit ihnen zu lernen. Ihr wart gleichzeitig Erzieher, ihr wart Pfleger, ihr wart Motivator, ihr wart geistlicher Begleiter in dieser Zeit für eure Kinder, vielleicht in einer besonderen Art und Weise, wie ihr es vorher noch nicht wart. Ihr wart Seelsorger, habt euch um sie gekümmert, um ihre Nöte, um ihre Ängste. Ihr wart Sporttrainer, vielleicht habt ihr auch ein Sportprogramm aufgestellt für eure Kinder und habt mit ihnen zusammen Sport gemacht. Ihr wart Kleingruppenleiter, ihr wart Spielkamerad. Vielen Kindern war es langweilig während dieser Zeit. Da sind viele Mütter eingesprungen und haben mit ihren Kindern gespielt. Ihr wart Streitschlichter, vielleicht zwischen den Geschwisterkindern und in der Familie. Ihr wart Förderer, ihr wart Tröster und. Und ihr habt echt in eure Familien wahnsinnig viel investiert. Viele Mütter, mit denen ich gerade spreche, sind erschöpft und brauchen einfach nur Zeit für sich. Deswegen mein erster Punkt heute, lass dich feiern. Feier und wertschätze das, was du in den letzten Monaten geleistet hast. Schau erstmal nicht auf das, was in deinen Augen nicht so gut gelaufen ist. Und versuche auch nicht, das runterzuspielen, was du geleistet hast. Ich merke, viele Mütter tendieren dazu, das als selbstverständlich zu nehmen. Ja, ich kümmere mich selbstverständlich um meine Familie und irgendwie ist es auch selbstverständlich, aber es ist trotzdem ein Riesending, was du geleistet hast in den letzten Monaten. Deswegen lass dich feiern. Überleg dir, wie du das tun kannst. Wie kannst du dich gut feiern? Brauchst du vielleicht ein Wellnesswochenende und lässt deine familiäre Situation zu, dass du mal ein ganzes Wochenende wegfahren kannst? Gehst du mal einen Tag, verbringst ihn mit Freundinnen oder machst was für dich alleine? Oder wir im Gebetshaus haben zum Beispiel als kleinen Anstoß einen Thank You Mom Abend organisiert. Wir haben uns Sachen vom Caterer holen lassen, haben uns hingesetzt, haben Gemeinschaft genossen, haben gutes Essen genossen, haben mit Sekt angestoßen. Wir hatten einen kleinen Blumengruß und auch eine persönliche Karte für uns Mamas und haben uns gefeiert. Wir haben das gefeiert, was wir in den letzten Monaten geleistet haben. Wir hatten auch eine Lobpreis- und Gebetszeit und auch diese Gebetszeit war besonders. Wir hatten nämlich, wir haben einen besonderen Wert darauf gelegt, Gott unseren Dank zu bringen für diese letzte Zeit und wie er in seiner Treue uns immer wieder gehalten hat. Am Anfang mag es vielleicht sich ein bisschen komisch anfühlen, dass man dankbar ist für eine eher herausfordernde und schwierige Zeit, aber wenn man mal damit anfängt, merkt man, wie sich die Atmosphäre verändert und wie Dank echt tief in unserem Herzen was verändert. Und das haben wir als Mütter auch gemerkt, die Dankesrunde, die wollte gar nicht aufhören. Jede Mama hatte noch eine Idee, wofür wir dankbar sein können und wir waren auch für die herausfordernden Sachen dankbar. Wir haben Gott gefeiert, wir haben gefeiert, wie er uns gehalten hat und er ist wirklich ein verlässlicher Halt in dieser Zeit, ein Fels, auf den wir bauen können und seine Treue ist immer da und es kam besonders in dieser Dankesrunde raus, dass er treu bleibt, egal was ist, egal gestern Morgen und in alle Ewigkeit ist er treu. Wir können echt auf ihn vertrauen und auf ihn bauen. Das war unsere Art, eine kleine den Müttern einen Anstoß zu geben, um das wert zu schätzen. Und wenn du auch Lust hast, vielleicht mit deiner Gruppe, vielleicht bist du in einer Krabbelgruppe oder Mütter im Gebet oder mit Freundinnen zusammen in Kindergartengruppen. Es gibt ja viele verschiedene Gruppen, wo wir uns treffen. Vielleicht hast du Lust, mit deiner kleinen Gruppe auch einen Thank You Mom Abend zu organisieren und das zu feiern, was ihr in der letzten Zeit geleistet habt. Und wenn ihr das macht, lasst es mich bitte wissen. Das wäre wunderbar. Mein zweiter Punkt, nimm dir Zeit zur Reflexion. Das kann auch in diesem Zwischenstopp passieren. Und zwar könnt ihr so einen Zettel machen
und da drauf schreiben, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Ihr könnt auf die eine Seite einfach Sachen schreiben, wo ihr merkt, hey, das ist, hat sich richtig verbessert während dieser Corona-Zeit oder mir sind Dinge aufgefallen, die richtig gut waren. Zum Beispiel die Beziehung zu meiner Tochter hat sich verbessert oder wir haben Familienstrukturen gefunden, die uns auch in Zukunft weitertragen oder auch ich habe gemerkt, es tut mir eigentlich gut, weniger Termine und weniger Sozialkontakte zu haben und ich möchte da ein bisschen reduzieren. So positive Sachen, die euch aufgefallen sind. Und dann könnt ihr auch die negativen Sachen aufschreiben. Die Dinge, wo ihr merkt, hey, da ist noch eine Herausforderung da, ein Schmerz. Vielleicht habt ihr gemerkt, ich bin doch viel ungeduldiger mit den Kindern, als ich gedacht habe. Ich bin zu viel am Handy zum Beispiel oder andere Dinge, die euch in dieser Zeit aufgefallen sind, könnt ihr auch da aufschreiben. Als nächstes mit dieser Liste, wenn ihr sie fertig habt oder meint, ihr habt so das gefunden, was wichtig ist für euch, dann könnt ihr über dieser Liste erstmal dankbar sein. Wir können für die positiven Dinge dankbar sein, die passiert sind, vor Gott bringen und dankbar sein, aber auch für die negativen Dinge, weil er auch Dinge aufgedeckt hat, wo er vielleicht auch dran arbeiten möchte. Und dann möchte ich euch herausfordern, von jeder Seite nur eine Sache zu nehmen, wo du sagst, das möchtest du in nächster Zeit noch mal mehr kultivieren. Und zwar auch von den positiven Dingen. Wir tendieren dazu, immer die negativen Dinge zu nehmen und daran zu arbeiten. Aber es ist auch gut, wenn wir in unsere Stärken investieren und in das, was eh schon gut war und das noch weiter perfektionieren. Deswegen nimm dir eine Sache von den positiven, eine von den negativen. Vielleicht fällt dir auch ein Buch ein, das du zu deinen Sachen lesen kannst. Vielleicht ein Buch über, wie kann ich es schaffen, meine Kinder nicht mehr anzuschreien. Oder es gibt ja ganz viele Ratgeber, wo du merkst, da muss ich noch dran arbeiten. Da habe ich vielleicht ein Buch dazu, da habe ich ein Gebet, das ich regelmäßig sprechen möchte. Oder da möchte ich mir jemanden suchen, der mich begleitet, wo ich auch Rechenschaft ablegen kann über diesen einen Punkt. Und schreib dir dann unten auf die Liste das, was du als nächstes tun möchtest. Die eine positive Sache und die negative Sache, was für ein Buch du lesen willst, was ein Gebet wäre oder wie du diese Sachen angehen möchtest. Das war's von mir heute. Ich wünsche euch eine gesegnete weitere Zeit und freue mich, wenn ihr auch einen Thank You Mom Abend organisiert. Tschüss!